Brosio Ballad präsentiert A Game by CLR, CRS oder Color Colliders. Bundesfighter Team Turbo! Ich mach mal kurz das Spiel ein bisschen leiser. So, ja, das passt so, denke ich. Also, wir spielen heute Bundesfighter 2 Turbo, denn es sind ja bald Wahlen, nämlich übermorgen, wenn ich das Video auch heute hochlade, versteht sich. Und ja, wir spielen einfach die Story. Das ist unsere Steuerung, ja. Und hier ist unsere Kämpferauswahl. Reptiloiden Merkel, der Erlöser Schulz, Wagenknecht mit der Sichel, Lindner, Gauland und das Duo Etzterhard. Ja, gut. Wen spielen wir denn? Ich sag, wir spielen heute mal die Wagenknecht. Und müssen gegen Lindner kämpfen. Oh my shit. Ja, es gibt nicht so viele Attacken wirklich. Also kann man echt nur treten und den anderen Move da machen, den Schlagen. Sag ich jetzt mal. Und einen Special Move haben wir drauf. Aber das war, glaube ich, gerade seine. Komm, setz ihn ein. Der Anarchieturm. Oh, hat's gerade geruckelt. Alter, was sind das gerade für Lags? Voll nicht cool. Kommt das gerade nicht darauf klar, dass ich aufnehmen möchte? Kann das sein? Ach komm, zum Schaden. Ah, jetzt hat's wieder gefangen. Jetzt, nachdem der Kampf schon halb vorbei war. Wagenknecht wins! Second round! Wir können auch den Move hier schön mit der Sichel angreifen. Ey, der hat meinen Move gecancelt. Die KI ist übrigens nicht so gut. Die springt eigentlich hauptsächlich nur rum. Ach, jetzt springt er nicht, ja? Wieso treffe ich gerade nicht? Das ist uncool. Lindner jetzt im Schaden. Deine Partei kommt nicht. So, okay. Und wir werden zu Stalin. Wie erklären Sie einer Krankenschwester mit 1000 Euro Nettolohn, dass Sie ab heute nur noch Blut scheißen können? Gauland! Okay, die AfD machen wir fertig. In Dresden. Hat gerade Volksverräter gesagt. Tatsache. Er sagt Volksverräter. Hat der gerade einen Gartenzwerg gehauen? Bam! Wagenknecht wins. Okay, bam! Frisst meine Sichel, Gauland. Der Anarchieturm. Bam, mit der Sichel weggehauen. Ja gut, die sagt immer denselben Text. Oh, Wagenknecht gegen Wagenknecht, wer wird gewinnen? Links oder links? Dann auf jeden Fall der Trabant. Dann können wir ja eigentlich gar nicht verlieren. Irgendwie hat gerade der Move nicht funktioniert, aber okay. Das lasse ich gelten. Verdammt. Alter, die macht mich fertig. Und das hat irgendwie auch geblockt. Dann jetzt gucke ich schon wieder. Ich glaube, es liegt irgendwie an der Aufnahme. Hoffe ich. Also ich hoffe nicht, dass es eine Aufnahme ausgewischt wird. Bam! Wagenknecht wins. Wagenknecht wins. Second round. Second round. Komm. Nimm meine Sichel. Ich will die ganze Zeit so voll die Tastatur wegsmashen. Oh.
Bam. Das kann ich echt übrigens natürlich auch. Oh, gegen den Erlöser Schulz. Das wir entscheidet. Oh. Bam. Voll in die Eier getreten. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, dieses Spiel so zu machen. Aber... gut. Und komm, Schulz, ich mach mir noch fertig. Komm schon. Ey, das hat schon wieder nicht geholfen, der Move. Warum auch immer. Ich hab mir gerade eine Flasche über den Kopf gezogen. Das ist überhaupt nicht nett. Warte, man trägt ja Rollerblades. Kann man machen. Bam, weggesichelt. Edzard. Grün besiegen wir. Die haben uns eine lustige Eigenheit. Ja, seht ihr das? Die machen sich selbst Schaden. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber kann man machen. Ich frag mich eigentlich, ob man als Spieler die, meine ich jetzt, so selber dann steuern könnte. Oder ob man sich damit auch selber fertig mache. Kann ja halt sein, dass es der normale Schlaggang quasi ist bei denen. Treten die Mülltonne um. In der Rudolf-Steiner-Schule. Bam. Umgeschossen. Und jetzt kommt der Endboss, Reptiloiden Merkel. Jetzt kommt ein Reptiloiden Schweif hinten dran, wie man sieht. Das ist vollkommen normal. So kennt man Merkel. Boah. Die hat dir gerade auf mich geschmissen. Alter, jetzt. Geh weg. Danke. Die Reptiloiden-Schweife ist abgefallen. Muss Welt retten, indem ich Reptiloiden besiege. Schlimmsten Politiker von allen. Macht sogar diese Dreiecks-Pose und so. Finde ich gut. Oh shit. Was ist das denn? War das die Flüchtlingswelle? Hau. Warum tut sie das? Bam. Huch. Ich wollte gerade nicht hochscrollen. So. Auf jeden Fall. Damit haben wir Bundesfighter durchgespielt. Okay, wenn ich einfach nur drücke, dann... Back to game. Drücke halt Escape. Denn es passiert sonst nichts. Ja, das war Bundesfighter 2 Turbo. Ich hoffe, das hat euch total jetzt geholfen bei eurer Wahlentscheidung. Falls ihr noch nicht wusstet, wen. Ihr könnt auch die Credits angucken. Original-ID von Schlecki Silberstein. Game Design und Art Director. Und der Lead Animator war Nino Werner. Programming, Technik und Director. Artos Kehle. Und Sound Design und Voice Recording. Julian Kropp. Aber warte mal, hat er dann auch die Frauen gesprochen? Nein, wahrscheinlich hat er einfach nur irgendwie mit aufgenommen. Egal. Ja, und noch auf Menschen, die ja mitgemacht haben. Contributing Artist und Beta-Tester. Finde ich schade. Da fehlen voll die kleinen Parteien und so. Und die wichtigste Partei, die Partei fehlt auch noch. Also da muss... Das Bundesfighter 3 muss eindeutig noch ein bisschen mehr rein. Auf jeden Fall, das war es jetzt einfach nur so vom kleinen... Zwischen Unity-Browser-Game... Let's Play Dingens Kirchens. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in einem anderen Let's Play. Also bis dahin. Tschüssikowski, euer TK.